Und da sind meine Worte auch schon angekommen. Sie spielen ein kleines Schlagzeugsolo auf ihrem Trommelfell. Ihre Flimmerhärchen wiegen sich im Rhythmus von Ich will dich küssen. Denn ein einziges weißes Rauschen ein. Ich bin ein Magnet für alle Dinge, die Zeit verschwenden und im Desaster enden. Ich bin Swiffer. Poesie ist hip. Zumindest wenn sie modern daherkommt. Bei Poetry Slams wird Poesie auf der Bühne nicht einfach vorgelesen, sondern gelebt. Hier kämpfen Wortakrobaten mit Körpereinsatz und spitzer Zunge um die Gunst des Publikums. Der Trend begeistert eine ganze Generation und ist längst auch in Halle etabliertes Veranstaltungsformat. Der erste Samstag im Monat. Die Vorbereitungen zum Wörterspeise-Slam in der Gaststätte Goldene Rose laufen auf Hochtouren. Der Slam wird seit 2011 von Katja Hoffmann organisiert. Dazu gehört auch der Aufbau eine Stunde vor offiziellem Einlass. Ich habe gesehen, dass der kaputt war. Jemand hat sich draufgesetzt, ist reingefallen, hat dann alle gelacht. Und dann habe ich den weggenommen, den Stuhl, habe moderiert und habe dann nicht mehr drüber nachgedacht und bin draufgetreten, um auf mich auf den Tisch zu setzen und bin voll eingekracht. Oh. Und alle haben nochmal gedacht, der geht doch, der hält doch noch. Also beim Organisieren von so einem Poetry Slam, da ist eine Fülle zu beachten, weil das ist natürlich, fängt damit an mit dem Aufbau in der Location selber, dass ich hier Stühle schleppe oder dass das Mikrofon funktioniert, dass die Kameramänner stehen, dass der Kassenboy an der Kasse sitzt oder dann, dass der Gewinnerbeutel gedruckt wird. Und natürlich auch um das ganze Poetengeschehen drumherum, dass die auch wirklich kommen. Die eine hat heute Nasennebenhöhlenentzündung und der andere, der ist im Stau und der andere, der ist beim Hochwasser gerade irgendwo hängen geblieben mit dem Zug. Und dann muss ich hoffen, dass es wirklich alles klappt, dass die auch alle wirklich hier erscheinen. Die 27-jährige Thüringerin nimmt selbst regelmäßig an Slams teil und hat mittlerweile einiges an Bühnenerfahrung gesammelt. Die Regeln von dem Poetry Slam sind einfach, das ist ein dichter Wettstreit und das ist nicht so altbacken, wie das klingt, sondern hier treten Leute auf, die sind so alt wie ihr und die machen hier Texte, die sie selber geschrieben haben, haben ein gewisses Zeitlimit. Das Zeitlimit überprüfe ich aber nicht, weil meine Uhr, das habe ich vielleicht schon ein paar Mal gezeigt, die kann nur kurz vor Ohr oder kurz vor Auge. Ich kann das nicht nachprüfen, wie viel Zeit die jetzt hier reden. Ja, also ich moderiere in ganz Deutschland eigentlich Slams. Das heißt, jetzt hätte ich beim Unisportfest in Göttingen den Slam moderiert. Jetzt ist es aufgrund von Hochwasser leider ausgefallen. Wird in 3 Wochen nachgeholt. Ich habe einen Slam in Aachen, den ich immer moderiere. Einmal im Jahr von der Kunsthochschule. Und insgesamt bin ich natürlich auch als Slammer noch aktiv. Ich reise rum in ganz Deutschland, von Flensburg bis München oder zum Bodensee und zurück. Und das sind so 10 Tage im Monat, die ich das noch mache, einfach weil es mir Spaß macht. Auch im Bewaffel dich steht Katja als Moderatorin auf der Bühne. Beim Poeten gegen Sänger Slam laufen die Vorbereitungen allerdings ein bisschen anders ab. Hier läuft Soundcheck statt Stühlerücken, denn beim Poeten gegen Sänger Slam steigen Dichter gegen Gesangskünstler in den Ring. In 2 Teams kämpfen sie um Punkte, die das Publikum am Ende jeder Performance vergibt. Dem Team mit den meisten Punkten winkt am Ende nicht nur der Gewinnerbeutel, sondern auch Ruhm und Ehre. Einer der Poeten ist Marvin Ruppert. Der Marburger mischt seit 5 Jahren in der Szene mit und hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Ich bin selbstbewusst genug, auch meine feminine Seite mal zu zeigen und manchmal versuche ich heimlich Gedichte zu schreiben. Ich habe im Moment so 15 Auftritte im Monat. Bin also echt gar nicht so oft zu Hause. Meine Mitbewohner erkennen mich schon noch, aber bin sehr viel unterwegs. In Marburg moderiert er seine eigene Lesebühne. Seine erste Textsammlung hat er letztes Jahr herausgebracht. Meine Texte sind meistens so humorvolle Prosa-Kurzgeschichten, bei denen ich versuche immer auf jeden Fall einen roten Faden drin zu haben und vielleicht so ein bisschen um die Ecke Humor einzubauen. Also nicht so Witz an Witz rein, aber halt Geschichten, wo sich der Witz dann quasi im Laufe der Story irgendwie entfaltet. Ich habe mir vorgenommen, die Fahrzeit zum Stricken zu nutzen. Habe nämlich wieder angefangen zu stricken. Am liebsten setze ich mich mit meinem Strickzeug an die Lahn. Zusammen mit meinen auch strickenden Hiwi-Kolleginnen Ayam und Ekoaf. Aus Datenschutzgründen habe ich mir ihren Namen die Buchstabenreihenfolge umgekehrt. Ich habe beim letzten WG-Treffen mal von meinen Strickaktionen erzählt. Mein Mitbewohner Sleen hat mich dann in seinem flämischen Akzent gefragt, wie schwul das denn sei. Er stickt lieber.
Stricken wir sowas wie Dortmund und Schalke, Palästina und Israel oder Marburg und Gießen. Ich glaube, das Wichtigste, wenn man anfangen möchte, ist, dass man sich einfach mal auf die Bühne traut. Und meistens wird es so sein, dass das Publikum wirklich sehr viel gnädiger mit einem ist, als man befürchtet. Das heißt, man muss da eigentlich gar keine große Angst haben und einfach ausprobieren. Um gerade jungen Menschen Mut zum Schreiben zu machen, werden auch an Schulen vermehrt Workshops angeboten. Slammer Tobias Glufke leitet genau solch einen an einem Gymnasium in Magdeburg und setzt dabei auf ganz unkonventionelle Aufwärmmethoden. Zettel schnappen, ihr habt 30 Sekunden Zeit, alle Gedanken, die euch jetzt in den Kopf gehen, aufzuschreiben. Alles, was euch aufgeht, 30 Sekunden. Und wenn es das irgendwelche Wörter, was euch gerade durch den Kopf geht, 30 Sekunden ab jetzt. An drei aufeinanderfolgenden Tagen gibt Tobi den Schülern Tipps beim Schreiben und der Performance von Texten. Zwischendurch gibt es auch vom Meister selbst Poesie auf die Ohren. 2 Jahre blieb ich danach erstmal allein. Ich konnte niemanden ansehen, war zerrissen, erschlagen und klein prügelte mich wie ein streunender Kater auf der Suche nach Raum. Ich war nicht mehr ich selbst. Ich trank und trank und trank und fühlte kaum außer der gehassten Emotion intensiver Leere. Zur Motivation fordert der Slammer immer wieder die Kreativität der Schüler. Wer ist für Giraffe? Hat gar keinen Bock, sich zu melden? Tobias lässt frei assoziieren, Geschichten erfinden und darüber abstimmen, welche Wörter in den Gedichten der Schüler vorkommen sollen. Okay, dann haben wir 4 Leute, die Themen suchen. Wir haben 2, die sich mit Lyrik auseinandersetzen und der Rest mit Humor. Das ist doch fantastisch. Okay. Dann geht es ans Schreiben. Auch wenn es nicht jedem ganz leicht fällt. Das Interesse ist da. Schließlich nehmen die Schüler aus der 9. Klassenstufe alle freiwillig am Workshop teil. Und auch Deutschlehrerin Anke Prellwitz weiß das Angebot zu schätzen. Also was ich mir erhoffe, ist, dass sie natürlich Spaß am Schreiben, Spaß an der Literatur, darüber denn auch einen eigenen Zugang möglicherweise zu Literatur finden. Das freie Schreiben ist zwar auch immer Gegenstand des Deutschunterrichts, aber insgesamt kommt es eher kurz. Es sind ja viele andere Bereiche, die noch abgedeckt werden müssen. Und von daher ist es schön, das in dem Rahmen für interessierte Schüler jetzt hier anbieten zu können. Dabei geht es bei den Workshops nicht nur ums Schreiben, sondern auch darum, den Schülern Selbstbewusstsein zu vermitteln. Also das Wichtige und das Besondere ist ja immer, auf die Schüler einzugehen, also mit den Schülern zu arbeiten und sie einfach zu fokussieren. Also sie zu sehen, man sagt das auch aus dem Personalwesen so schön, muss sie dort abholen, wo sie stehen. Und deswegen ist das mit den Übungen, also welche Übungen gemacht wurden und so weiter, eigentlich relativ irrelevant, weil es einfach darum geht, die Schüler zum Schreiben zu bringen und sie mit den richtigen Übungen auf den Weg zu leiten. Auch an einigen Universitäten ist Poetry Slam längst Bestandteil der Lehre. Am Institut für Sprechwissenschaften der Martin-Luther-Universität in Halle bringt Martina Hase ihren Studenten die Faszination am Poetry Slam näher. Poetry Slam ist ein ausgesprochen demokratisches Verfahren. Das heißt also, die klassische Verteilung von Entstehung von Literatur und Vertreibung von Literatur entfällt. Da sind ja viele Institutionen auch dazwischen geschaltet. Wenn ein Autor einen Text schreibt, dann muss er einen Verlag suchen, der Verlag, der das druckt. Das fällt weg. Der Autor geht mit seinem Text selbst an das Publikum und braucht nicht diese institutionalisierte Instanz dazwischen. Und das finde ich einfach für einen Kunstbetrieb eine sehr frische, eine sehr produktive Art und Weise. Ich will mich in deine schmutzigen Bars. Der demokratische Charakter von Poetry Slams zeigt sich aber auch an anderer Stelle. Denn hier entscheidet das Publikum, was gefällt und was nicht. Ist das wirklich alles so eintönig? Nein, denn dazwischen findet man doch Kneipen und Bars mit Kreativität. Bars mit Bar im Namen. Sonderbar, wunderbar, Barracuda, Barcode, essbar, lesbar. Oder auch Barbaras, Rhabarber, Barfuß, Barbaren, Barzahl, Barbierbar. Es gibt ein direktes Feedback, das Publikum hat die Gelegenheit, direkt zu reagieren. Das kann es im Theater auch, indem es klatscht oder buhruft oder rausgeht. Aber dann abzustimmen und zu sagen, die fand ich am besten und den fand ich nicht so gut, das ist natürlich also wirklich eine direkte Interaktion zwischen Darsteller, Slammer in dem Fall, und dem Publikum. Die Themenpalette ist dabei durchaus breit gefächert. Aus Angst vorm Hauptmann kann er weder liegen noch stehen. Ach, könnte ihn nur so seine Mutter sehen. Von ernster Lyrik über witzige Alltagsanekdoten bis hin zu dreisterben Texten ist alles dabei. Gestern sah ich Wasservögel ihr Brot schon im Supermarkt kaufen, Vorräte anlegen und so. Und auch wenn die lustigen Texte oft besser beim Publikum ankommen, will Slam längst nicht nur pure Comedy sein. Mir wird zuweilen erzählt, dass mir manchmal die Ruhe fehlt und ein Stück Abstand zu dem ganzen Kram, der so in mir schwelt.
Dass ich zu schnell hochkoche ab und an, dass ich vieles zwar abblock, aber immer noch zu viel, zu nah an mich ranlasse. So unterschiedlich die Themen sein können, so verschieden sind auch die Teilnehmer. Nie aus Bad Salzungen ist gerade mal 18. Vor kurzem mit dem Abi fertig geworden und erst seit kurzem Teil der Slam-Szene. Ich bin schon öfters als Sängerin aufgetreten, das ging dann, aber Slam ist ja nochmal was ganz anderes. Weil beim Singen, da kann, das ist zwar eine offenherzige Sache, man kann sich schon hinter dem Text verstecken, aber beim Slam, das ist dein eigener Text, das sind deine eigenen Emotionen und Erlebnisse. Diesen Dienstag hatte ich meine letzte Abi-Prüfung in Englisch. Und im Herbst, das ist gar nicht mehr so lange hin, da trennen sich unsere Wege. Und heute, da sind wir 18 und fühlen uns rastloser denn je. Es gibt keinen Ausweg aus der Sackgasse unserer Engstirnigkeit. Nur Begegnungen, die sich kreuzen, sind eine Ampel, die immer auf Gelb stehen bleibt. Das Besondere beim Slam ist, dass die Leute dir sofort zeigen, wie es ihnen gefällt oder wenn es ihnen nicht gefällt. Damit muss man halt auch klarkommen. Und beim Singen ist einfach nur so, die hören sich das Lied an, okay. Aber beim Slam erzählst du den Leuten deine eigene Geschichte oder das, was du ihnen vermitteln willst. Volker Strübing dagegen mischt schon seit einigen Jahren in der Slam-Szene mit. Der Autor und Filmemacher aus Berlin gründete 1997 die Lesebühne LSD und belustigt seitdem seine Zuhörer mit oft witzig absurden Texten. Für einen Moment klammerte ich mich an die absurde Hoffnung, es handele sich wieder mal nur um einen Traum. Doch dann trieb SpongeBob Schwammkopf an einer Traube Diddelmausballons hängend an mir vorbei und mir wurde klar, dass das alles viel zu realistisch für einen Traum war. Dabei entspricht der schüchterne Poet eigentlich so gar nicht dem Prototyp des geborenen Entertainers. Also die Texte sind natürlich extrem wichtig, auf jeden Fall. Was den Rest angeht, da bin ich sehr froh, dass das beim Poetry Slam eigentlich egal ist. Es gibt halt Leute, die machen eine totale Show auf der Bühne und andere, wie mich zum Beispiel, die stehen da und verstecken sich hinter ihrem Blatt Papier und bewegen sich kaum. Bin ich auch sehr froh darüber, dass das eben auch möglich ist, dass beides geht. Und dann fühlt es sich an, als würde eine Jahreszeit mit Spät beginnen, Spätherbst, Spätsommer. Egal, ob man nun allein durch seine Texte oder die ganz große Performance begeistert, beim Poetry Slam ist alles erlaubt, außer Langeweile. Das Wetter in den letzten Wochen. Kälte, 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 Kälte. Um die Ecke lugender Sonnenschein. Wintereinbruch, Schnee, Schnee, Kälte, 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 Kälte. Wintereinbruch, Schnee, Schnee. Regen, Regen, Kälte, 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 Kälte. Regen, Regen, Kälte, Kälte. Wintereinbruch, Schnee, Regen, Kälte. Poetry Slam, wie viele andere künstlerische Erscheinungsformen, sollte man nicht in solche Kästchen stellen, sondern im Grunde genommen als Prozess betrachten. Das heißt, künstlerische Praxis ist immer im Wandel und verändert sich immer. Sonst wäre es einfach auch tot. Das betrifft genauso das Theater. Und besonders fließend sind natürlich die Grenzen zum Rap. Viele Slams oder viele Slammer nutzen rhythmische Mittel. Es ist ein Mist, das ist so nebelt und das Kübeln nieselt. Die Frühlingszwiebeln sind doch so übelst sensibel. Ich wollte Krokusse küssen. Die durchaus an Rap angelehnt sind. Und umgekehrt gibt es wohl auch Tendenzen vom Rap in Richtung Poetry Slam. Also das ist im Prinzip eine Vermischung und eine gegenseitige Befruchtung, was ich für sehr positiv halte. Bleibt nur noch eine Frage. Wer geht an diesem Abend als Sieger nach Hause? Wenn ihr für Daniel seid, dann applaudiert bitte jetzt! Ja, 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 kommt, ihr gewinnt einfach beide! Riesenapplaus für die beiden! An diesem Abend machen gleich zwei Slammer das Rennen. Aber am Ende ist der Sieg gar nicht mehr so wichtig. Poetry Slam als Hobby ist natürlich schon ein bisschen stressig. Man sitzt den ganzen Tag im Zug, kommt irgendwo an, tritt 5 Minuten im schlechtesten Fall auf, wenn man nicht ins Finale kommt, betrinkt sich und dann ist man nächsten Morgen total platt und muss weiterfahren. Aber das ist es halt und es macht ja auch Spaß. Das ist so ein bisschen Rockstar-Leben irgendwie auch. Und es ist so interessant, weil es bedeutet einfach auch Freunde treffen und ein bisschen auch Urlaub machen teilweise und ein bisschen rauskommen auch aus der Stadt.